Hallo, hier bin ich wieder, Sebastian, und heute möchte ich euch kurz zeigen, was ich zu meinem Geburtstag so bekommen habe. Also fangen wir gleich an. Als allererstes möchte ich euch diese Tasse zeigen. Ist es eine Tasse? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Jedenfalls habe ich das von den Kindern und meiner Frau bekommen. Da steht drauf bester Papa und hier sind so Anker. Das passt sehr gut zu mir, weil ich bin so auf Seefahrerromantik und ich stehe drauf irgendwie auf Ahoi und Schiffe und das Meer und so, das mag ich. Und deswegen ist diese Tasse, Becher, wunderschön. Da mache ich mir immer Tee oder Kaffee rein und dann trinke ich das genüsslich. Ja, dann habe ich hier das Teil bekommen. Das ist ein LED-Kamin. Den zeige ich euch später nochmal richtig, weil jetzt ist eh Licht an und dann sieht man das nicht. Ich schalte ihn dann einfach mal an und dann könnt ihr sehen, wie das Ding aussieht. Auch super cool, weil ich liebe Feuer machen. Liebe Feuer machen, ja, das gibt so Wärme und so. Also super schön von meiner Frau habe ich das Ding bekommen. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Dann habe ich von den Kindern einmal von dem Großen das Bild hier bekommen. Wie ihr seht, ist hier Feuer, weil ich halt Feuer mag. Da sitze ich. Hier ist der Tannenbaum. Das hat er für mich gemalt. Wunderschönes Bild. Habe ich mich auch sehr gefreut darüber. Ja. Dann hat mir die Emma Maus ein Bild gemalt. Das hat sie im Kindergarten gemalt. Auch hier ist ein Männchen. Hier ist noch ein Männchen. Schön bunt das Bild. Gefällt mir auch sehr gut. Und ich freue mich richtig drüber über so Bildchen. Das ist herzergreifend. Wunderschön. Dann habe ich noch Karten bekommen zum Geburtstag. Und zwar fangen wir an mit dieser hier. Die ist von dem Vater von meiner Schwiegermutter. Er ist schon, glaube ich, über 90 Jahre jetzt und das hat er mir geschenkt. Er war auch hier, also richtig cool und er hat richtig viel mir geschrieben. Also richtig lieb von ihm. Und das in einem so hohen Alter noch mir so viel zu schreiben, das ist natürlich eine gigantische Ehre für mich und einfach schön von ihm. Herzergreifend. Dann habe ich von meiner Frau eine Karte bekommen, die ist hart, richtig hart, so. Seht ihr, richtig schöne harte Karte. Da hat sie mir auch wunderschöne Worte geschrieben. Mein Herz, von Herzen wünschen wir dir Gottes ewigen Segen, viel Kraft, Freude, Liebe, Frieden und vor allem Gesundheit und weitere viele Jahre mit uns. Wir lieben dich unendlich. Einfach schön, Dankeschön. Freue ich mich auch, das werde ich mir wahrscheinlich aufhängen, das Kärtchen über meinen Computerplatz. Dann habe ich das hier bekommen von meiner Schwiegermutter. Wenn ich es aufmache, dann. Und jetzt ist das absolut Besondere. Am Ende hat sie geschrieben, passt gut auf und hört gut zu. Deine Mama. Deine Mom. Wahnsinn, ja. Sie ist meine Schwiegermutter und schreibt deine Mom. Das ist so wunderschön und sie ist so ein toller Mensch. Ich bin so dankbar, so eine wunderschöne, herzergreifende Schwiegermutter zu haben. Das ist nicht normal, dass das Verhältnis so gut ist. Also wenn ich mir andere anschaue, dann gibt es da oft Streit und irgendwie kantet man da an, der ist blöd, der macht nicht, was ich will. Und die andere sagt, der ist blöd, der macht nichts. Und bei ihr ist es ganz anders. Obwohl ich ja ein bisschen eigenartig bin, ich gehe nicht gerne unter Leute zu anderen Geburtstagen, fällt mir immer schwer, ich bin eher der Stille und so. Akzeptiert sie das einfach so. Sie akzeptiert mich so, wie ich bin. Ich muss ihr nichts erklären, mich für irgendwas rechtfertigen, egal was ist. Sie ist einfach da für mich und das ist wunderschön. Das ist auch einfach gigantisch. Nicht in Worte zu beschreiben, wie toll sich das anfühlt. Das ist einfach schön von ihr. Dann habe ich noch was von ihr bekommen und zwar dieses Parfüm Jaguar. Das kannte ich vorher noch gar nicht. Das sieht schön aus. Meine Frau meinte, es riecht nicht so gut. Aber ist mir doch egal. Ich sprühe das mal und teste nochmal. Also ich finde, das riecht gut. Ist jetzt kein All-Day-Parfüm, aber für ab und zu mal auf jeden Fall genau richtig für mich. Und es geht ja um die Geste und es riecht auch gut. Es riecht gut. So sieht der Popon aus. Kokon, wie sagt man dazu? Keine Ahnung. So sieht das Gefäß aus. Schöne Flasche, finde ich. Schöner Kokon, Kokon, Pokon, keine Ahnung. Wunderschön sieht die Flasche aus. Dann habe ich auch was von meiner Schwägerin bekommen. Und zwar Karten für ein Musical. Oh ja. Ist jetzt nicht so,
das Geschenk für jemanden, der eine soziale Phobie hat, weil da sind andere Leute und sie kommt auch noch mit, also es wird stressig, aber es kommt ja vom Herzen und es geht um die Sache überhaupt, jemandem was zu schenken, wenn das von Herzen kommt, ist egal was ist, kann das eine verdorbene Blume sein, dann ist das einfach ein schönes Gefühl. Und ich habe jetzt hier diese Karten, meine Frau kann leider nicht mitkommen, das macht mir das Ganze noch schwerer, wenn sie nicht dabei ist und ich mit meiner Schwägerin da dann hinfahre mit den Kindern, naja. Ich werde es machen für die Kinder, weil für die Kinder ist toll, so ein Musical zu erleben. Ich habe mir so überlegt, das irgendwie abzusagen, aber ich möchte nicht diese Gedanken zulassen. Wer eine soziale Phobie hat, kennt das, dass man sich dort reinsteigert und dass von Tag zu Tag alles schlimmer wird, man irgendwelche Ausreden sucht und das so dramatische Szenen annimmt und man sich da an irgendwas klammert, um das zu verhindern, das möchte ich einfach nicht, weil es ist auch für die Kinder ja etwas Schönes und deswegen versuche ich einfach, diese Gedanken, diese ängstlichen Gedanken zu akzeptieren, ja, die sind da, aber ich mache das, ich gehe dahin und komme wieder und alles ist gut. Ich will mich da nicht reinsteigern, das kommt auch irgendwie dumm, warum kann ich nicht da mit hingehen, ja. Also da gibt es auch keine guten Ausreden und möchte ich auch gar nicht weiter denken, vielleicht gibt es eine, aber stopp. Dann habe ich auch noch ein bisschen Geld bekommen, hier. Ein paar 5er, 50er, 10er, 20er habe ich schon ausgegeben. Ich war einkaufen, habe ein bisschen Essen geholt, für meine Frau ein bisschen Schokolade, da freut sie sich, hat die was zu naschen. Dann kommt ein absolut verrücktes Geschenk und zwar von meiner Frau. Und ich möchte nicht lange drum herum reden, ich möchte zeigen. Ha! Das hat sie mir geschenkt. Unvorstellbar cool. Das ist auch eine Actioncam, wie ich schon habe. Ich habe ja eine kleinere noch. Das ältere Modell und jetzt habe ich das neue Modell mit Travel Kit. Boah, Wahnsinn. Ja, sie weiß, dass ich gerne filme, dass das irgendwie mein Hobby ist, meine Leidenschaft. Und dann hat sie mir das einfach gekauft. Hat sie mir gegönnt, gönne ich mir. Ja, ich freue mich super darüber. Ich freue mich. Das hat sie mir einfach geschenkt. Einfach geschenkt. Bums. Stand ich da, ja. Denke, hä? Dein Ernst jetzt? Dann noch vielen Dank, dass mir so viele zum Geburtstag gratuliert haben. Es war ein tolles Gefühl. Ich habe zu meiner Frau gesagt, guck mal hier, die schreiben mir, wie cool ist das denn? Und es war ein wunderschönes Gefühl. Es hat meinen Geburtstag noch schöner gemacht. Dankeschön dafür. Es hat sich so angefühlt, als hätte man Freunde. Und dieses Gefühl ist wunderschön. Ich danke euch dafür von ganzem Herzen. Wirklich Dankeschön, dass ihr mir gratuliert habt. Dankeschön. Vielleicht nehme ich euch da mit auf das Musical, mal gucken, ob ich da das die Kamera auspacke oder auch nicht. Eigentlich habe ich voll die Lust dazu, euch zu zeigen, wo ich hingehe. Würde mir Spaß machen. Aber ob ich das dann in dem Moment auch echt so mache, werden wir sehen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin, Sebastian. Tschüss.